Oh, mein Kopf. Scheiße, wo ich denn hier gelandet? Ah, verdammt. Das ist doch nicht etwa der Mond? Ach du Scheiße, schon wieder. Verdammt. Ja, vielleicht ist das alles nur ein böser Traum. Ich glaube, ich lege mich einfach wieder hin. Direkt hier. Wird sich zeigen. Was war das für ein Traum? Ah, oh, meine Güte. Morgen. Ja, Mensch, das war ja ein verrückter Traum. Erstmal Schluck trinken. So. Ja, das waren dann die schauspielerischen Fähigkeiten meinerseits. Moin erstmal. Es ist tatsächlich übrigens wieder morgen. Es ist diesmal tatsächlich 8:31 Uhr geworden gerade. Ja. Wenn alles läuft wie geplant. Das ist übrigens die schöne Lounge. Wenn alles läuft wie geplant, dann erstmal auf den Sessel setzen. So. Dann wird es diese Folge hier wohl im Laufe des späten Nachmittags geben. Da ja nun bekanntermaßen das Rendern auf meiner Kiste ewig dauert und das Hochladen nochmal so lange. Ja, wird sich zeigen, ne? Also, Plan für heute ist wie immer keinen Plan zu haben. Ach, irgendwann muss hier oben mal eingerichtet werden. Also, es geht so nicht weiter. Aber nicht heute. Na komm. So. Ja, also, kein Plan heute. Kann ja mal zeigen. Hier ist jetzt übrigens zu. Ich meine, das wäre natürlich auch ein Plan für heute. Das wollen wir mal gucken, wo man da hinten irgendwie reinkommt. Gott, also das Audio mit dem neuen Ding, das ist echt irgendwie, sieht sehr leise aus. Aber es scheint doch ganz gut zu klappen. Ja, hier sieht man, ein bisschen Weg habe ich angefangen. Das ist das Eingangsportal, wenn man so will. Ist halt schlicht gehalten und kommt halt direkt rein. Ist natürlich jetzt, wenn man es in die Realität übersetzen würde, hier so ein Riesenloch zu haben, wo man einfach reingehen kann in den Keller. Ja, ne? Aber gut, es funktioniert, es ist in Ordnung, es sieht relativ gut aus. Hab jetzt mich dafür entschieden, man sieht es vielleicht so ein bisschen, wenn man hier so mittig steht. Es ist so ein bisschen versetzt. Aber dafür sieht das dann hier am Rand gleichmäßig aus. Das ist soweit in Ordnung. Könnt hier oben. Ach was, das bleibt jetzt so. Ja, verzeiht, wenn ich noch so ein bisschen müde bin, aber ich dachte mir lieber mal morgens aufnehmen, als dass die Folge dann erst wieder in 100 Jahren kommt. Könnte natürlich hier irgendwie, oder eben tatsächlich da hinten. Interessant wäre ja, ich meine, rauskommt man, wo ist sie? An der alten Position, dann kommt man hier raus quasi. Das ist so ein bisschen scheiße gewesen. Könnte natürlich auch mit einem Gang irgendwie nach da hinten gehen. Dass man quasi nicht direkt in den Keller kommt, sondern dass er erst so ein Gang noch ist und dass man dann halt so ein Stückchen läuft über der Decke quasi. Dann hier hinten als Treppe runter. Ich glaube, das gucke ich mir mal an oben. Aber erstmal brauche ich, glaube ich, neues Werkzeug von allem, ja. Ich meine, so geht das ja nun auch nicht weiter hier. So. Da habe ich nichts mehr. Da habe ich. Kann man mit Miese machen, ne? Aber. Nee. Würde ich ungern für irgendwas verwenden. Das ist natürlich auch geil. Man sammelt sich das Zeug und dann nutzt man es nicht. Aber gut, okay. Nehmen wir hier den Silberkram. Dann passt das schon. Kein Holz mehr, oder was? Ich glaube, das ging nicht, ne? Und dann war das hier. So. 9 Stück, da kriegt man ja 4 Werkzeuge raus. Einmal das Ding, einmal das Ding. Na komm. Einmal das Ding, einmal das Ding.
Und eine Axt. Man weiß ja nie. Wobei eine Axt hatte ich, glaube ich, noch, ne? Nee. Gut, Zeug zurücklegen. So, kurz mal ein Schlückchen getrunken. Wo wollte ich jetzt? Zeug zurücklegen. Kein Zeug zurücklegen. Guck mal, das erstmal hier unten tun. So. Ja, dann nehme ich mit. Hier ist noch ein Coffee Table. Das sind diese kleinen Tischchen hier. Den wollte ich da oben eigentlich noch irgendwo platzieren. Sah dann aber mit den Sofas so ein bisschen komisch aus. Ich denke, hier kommt noch irgendwo eine zweite Sitzecke hin. So mitten in den Raum ist aber auch scheiße. Dahin, dahin. Vielleicht so. Oh, stellen wir den erstmal hier hin. Können wir immer noch nutzen. So. Ach ja. Wollten wir hier längs. Dann kann man hier hinten aber eigentlich auch runtergehen. Weil letztes Mal war es ja hier runtergehen. Na, ich denke mal, das machen wir mal hier jetzt. So. So. Was ist denn das hier? Ach, das war nur eine Treppe, okay. Da kommt mal raus. Wo ist das? Doch, das wird vielleicht sogar gehen, ne? Hier mal wieder zu. Also, wie gesagt, er geht hier runter. So machen wir das, dass hier so eine Öffnung ist. So. Ja, von der Höhe her. Doch, das geht, wunderbar. Da fällt jetzt natürlich der Gravel runter. Ah, und hier läuft man dann. Ja, da muss dann halt wieder zugemacht werden, das ist ja kein Problem. Wohl. Warte mal. Das ist vielleicht doch ein Problem. Ach, was soll's. Machen wir so. Man soll das auch nicht übertreiben. Dann passt es nämlich hier. Dann können wir hier einfach weitergehen. Okay, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. So. Dann kommt man hier runter. Ja, hier ist natürlich auch noch so ein restlicher Kellerraum gewesen. Aber das passt ganz gut. Dann kann man nämlich hier. Na. Das ist dann eine von diesen Öffnungen hier. Ja, dann. Quatsch. Dann kommt man hier raus. Doch, das ist okay. Also, die Kisten kommen weg, dann kommt hier so ein Eingangsbereich hin. Oder Ausgangsbereich oder wie auch immer Bereich. Hier um die Ecke muss man halt rum. So, Dreierbreite. Kann man hier oben nämlich auch wieder zumachen. So. Dann ist es ähnlich wie hier von der Optik her. Hier ist ja auch so ein Torbogen. Ist natürlich jetzt nicht mittig, ne? Aber macht nichts. Ist vielleicht ein bisschen sehr schmal dann hier mit dem. Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu schmal. Da kann man vielleicht die kleinen Steinchen. Na komm, wo ist er denn hier? Diese kleinen kann man dann daran machen. So. Zack. Zack. Ja, das ist okay. Da ist die Schaufel dann auch hin. So. Und hier geht man dann rum. Das wird so laufen, dass das so eine kleine Wendeltreppe wird. Und
ja, dass man dann quasi nach oben kommt. Hier oben auf der Plattform, da verschmälert sich das dann so ein bisschen und dann geht dann so ein Eingang nach oben. So. Das muss dann auch noch weg hier. Ja, und hier hinten wird dann einfach wieder zugemacht, dass man das hier nicht, das Offene hier halt nicht sieht. Wobei man hier natürlich auch noch irgendwie so einen Durchgang machen könnte, rein theoretisch. Ja. Also. Erst mal ein bisschen Licht machen hier. Je nachdem, wie weit man da dann muss. Hier wird's dann hochgehen. Ich würde es relativ großzügig tatsächlich gestalten. Gut, man muss direkt hochgehen. Glaub, Wendeltreppe ist hier dann doch nicht, weil das ist doch sehr eng aneinander beides hier. Machen wir das denn jetzt am besten? Erstmal ein paar Treppen. Kann natürlich hier direkt anfangen. Hier. Der Höhe. Ja. So. Zack, zack, zack. Ja, das wird dann nochmal schön gemacht gleich. Darum, dann kann man nämlich hier die Plattform machen. Gehen wir nochmal noch ein höher mit. Gut. So. Das ist immer noch nicht die Höhe. Ach, das ist auch die Höhe hier. Gleich ist es die Höhe. So. Dann machen wir nämlich doch keine Wendeltreppe hier hin. Dann geht's hier einfach rauf. Und hier geht's dann quasi direkt einfach hin. So. Was ist das denn jetzt hier? So. Genau, so machen wir das. Das wird schön. Das wird ganz, ganz toll hier. Oder auch nicht, aber das wird sich zeigen. Gut. Oh, ey, setzen ist auch nicht mehr... Noch. Also. Doch, das geht. Das kann man so machen. Und hier... Ach, hier geht's dann quasi kurz mal nach oben und dann geht's hier einen Gang durch. Den kann man vielleicht auch noch ein bisschen breiter... Aha, den kann man nicht breiter machen. Kann man den höher machen. Machen wir den mal... Obwohl, warum kann man den nicht breiter machen? Klar kann man den breiter machen. Oder? Scheiße. Nein, kann man nicht breiter machen. Da muss eine andere Lösung hin. Hier könnte man hochgehen, hier könnte man hochgehen. Na, hier ist eine... So. Und dann noch ein höher und da hätten wir dann... quasi dann Kobbelboden über der Decke. Müsste eigentlich hinhauen. Hoffentlich passt das dann oben noch mit den Abständen, weil das wird, glaube ich, noch mal ein bisschen schwierig gleich. So. Das alles 10 Minuten nach dem Aufstehen, ey, ganz ehrlich. Vielleicht sollte ich nächstes Mal doch ein bisschen später aufnehmen. ja. So noch ein höher, ne? Scheiße. Oh, hier Licht hin, so. Das wird dann... Naja gut, hier kann man ja wegreißen, das ist ja kein Problem. Da sind dann eh die Wände. Also ich wollte das Ding jetzt auch nicht zu breit machen. Hier quasi dann die Wände rein und hier den Boden dann eben entsprechend rein. So. Das könnte man... Na ja gut, so kann man ja drei hoch machen hier. Das, eins, zwei, drei. Hier zieht man die Decke. Ah, nee, doch, passt.
Dann liegt der Gravel halt eben dann direkt auf der Decke, aber das ist auch nicht weiter tragisch. So. Das kommt alles mal weg hier. Ja, ich habe so ein bisschen beschlossen, Themenlaberei, das können andere gerne machen. Das finde ich auch immer ganz toll. Ich kann es nicht. Erstmal, weil mir keine Themen einfallen und zweitens, weil ich da dann auch nichts drüber erzählen könnte. Außer halt meine eigene Meinung, die interessiert ja sowieso keinen. Hier muss auch noch weg, ne? Ja. Deswegen habe ich mich entschlossen, in diesem Let's Play tatsächlich nur ja, spielerelevant oder Spieleinhalte oder spielerelevante Sachen zu erzählen. Aus genannten Gründen. Oder habe ich gesagt, dass ich später oder eher aufnehmen sollte? Also eher am Abend oder später am Morgen. Aber ja. Lässt sich zeitlich leider gerade nicht anders regeln bei mir. Kann ja nicht immer nur irgendwie Freizeit haben. So, das nimmt langsam Formen an. Bin die ganze Zeit am Überlegen. Es gab auch, glaube ich, so ein Spiel für meinen Test, dass man da irgendwie so Höhlengraberei dann hauptsächlich macht. Ich glaube, das wäre auch was für mich. Okay. Gut, hier kommt eh dann die... Moment, scheiße. Hier müsste... Na, seht ihr hier, ne? Scheiße. Könnte man hier nicht... Na, ich probier mal eben. Ich habe eine Idee. Gibt doch diese Plättchen. Ah, wo bin ich denn hier? Oder diese ganz, ganz dünnen Slabs gibt es doch. Konnte man die nicht als Decke nutzen einfach? 49 ist vielleicht ein bisschen viel. Probieren wir das mal aus. Die müssten doch eigentlich auch als Decke fungieren. Jetzt ist natürlich die Frage, ob der Gravel da drauf liegen bleibt. So, von unten dran. Zack. Die bleiben schon mal da. Hier. Cool. Guck mal hier, da bleibt liegen. Ach, ey. Und es wirkt ein bisschen höher, als wenn hier ein voller Block wäre. Weil dann ziehen wir hier oben einfach so eine Plättchendecke rein und dann passt das. Kann man die hier direkt ansetzen? Och, nö, dann halt nicht. Gut, also das funktioniert. Machen wir hier erstmal zu. Hier kommt der Gravel dann wieder drauf. So. Guck mal, geht doch, ne? Wenn man hier Licht hinmacht. Na gut, von der Beleuchtung her, die sind dann eh dann drin, die Lampen. Da ist dann die Spitzhacke hin. Müsste aber eigentlich klappen von der Beleuchtung her, ne? So. Ist egal, besser so als anders. Kann man nämlich hier dann... Da geht's dann quasi nach oben. Hier ist dann... hier muss auch noch Gravel hin, ne? Machen wir gleich von oben ordentlich. Gut, spätestens hier ist dann eh vorbei. Da geht's dann nach oben. Dann kann man hier da eine Treppe... Da habe ich jetzt natürlich keine mehr von. Ich hätte mir natürlich... Auch welche brennen können in der Zwischenzeit mal. Machen wir das mal eben so. Ja, da ein bisschen Cobblestone rein. Währenddessen mal eben schnell fixen gehen drüben hier. So. Da muss Gravel hin. So. So. Und dann passt das wieder. Ja. Hört sich irgendwie anders an? Nee. Oh, diese Audiospur, ey, die ist total leise. Ich muss mal gucken, ob man das irgendwie von der Grundlautstärke hier gleich höher aufnehmen kann.
Andererseits rede ich auch teilweise ziemlich leise, von daher passt das dann schon. Ja, genau. Jetzt aber langsam gut hier. Hätte ich wahrscheinlich doch ein paar mehr machen müssen von den Dingern hier, ne? Bis da hinten hin reicht das dann sowieso nicht. Hey, 3. 1, 2, 3. Wie habe ich das denn immer gemacht? Bin ein weiter bis zu den Teilen. Dann geht das hier runter. Ich setze jetzt einfach erstmal so. Das hatte ich immer einen weiter gehabt. Da war es dann. Zack, zack, zack. Ah, dass es ein bisschen geräumiger wirkt halt. Jetzt habe ich natürlich von denen keine mehr. Okay. So, merke ich mir mal, da geht's dann runter. Ja, und hier, wie gesagt, ist dann eben diese Ecke. Jetzt habe ich natürlich auch kein Cobblestone mehr. So. Was auch immer hier ist. Ach ja, das war die Höhle, wo dann das Wasser unten drin war und ich die dann so ein bisschen ausgebaut hatte. Die nutzen wir jetzt uns einfach mal. 1, 2, 3. Ja, hier kommt dann eben hinten zu, man sieht es dann nachher halt nicht. Es sieht halt aus, als wenn es in Fels gegraben wäre. Ist es dann ja aber nicht. Deswegen machen wir hier auch nochmal eine Lampe hin, dass es nicht zu dunkel ist. So, hier kommt dann auch zu. Dann kann man nämlich hier schön geräumig laufen. Ja, dann passt das ja halt doch genau. Und hier ja, wie gesagt. Ja. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Die müssten eigentlich noch ein weiter, oder? 2, 1, 2, 3, 1, 2. Dim, 3. Dann sind es 3. Hierhin. Ja. Das. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Hierhin. Na, komm. Na. Och. Ey, jetzt ist aber. Kurz nochmal ein Schlückchen trinken. Das ist 3, das ist. Das müsste eigentlich hier, ne? Und den ziehen wir den nämlich auch noch einen rüber. Dann ist es hier vom Abstand her, wirkt es ein bisschen wie 3. Hier sind es 3. Und hier geht's dann hoch und hier kann man eine Treppe von unten gegensetzen. Okay. Gut, hier geht's dann weiter. Da gucke ich mal, wie ich es mache, dass man hier vernünftig beleuchtet runterkommt. Ja, von der Beleuchtung her. So. So. Naja, doch, geht. Es ist jetzt okay. Wenn das hier dann auch gefixt ist, dann passt das halt schon. So. Die müssten inzwischen gebrannt sein. Wo sind wir denn jetzt? 23 Minuten, dann ist die Folge nämlich auch schon wieder rum. Ach, keine Kohle. Das ist doch. Na, egal. Das müsste reichen. Zack. Hat doch noch ein Thema gefunden zum Bauen heute, ne? So. Dann brauche ich Plättchen von draußen. Ich hätte ja mal Bock, irgendwie eine richtig lange Folge zu machen, so wie die Einstiegshürde irgendwie mit 50 Minuten. Das ist natürlich auch ganz geil. So die erste Folge dieses Let's Plays, die eigentlich die Nutzer dazu verleiten sollte, auch weiterhin dieses Let's Play zu gucken, dass die so lang ist, und so eine doch relativ große Einstiegshürde bietet, und dann von der Qualität her auch nicht so geil ist wie das, was jetzt hier inzwischen läuft. Okay. Aber was soll's? Ich mach's ja hier alles zum Spaß und nicht für die Zuschauer. Naja, gut, für euch beiden mache ich es schon, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine.
Hier könnte man natürlich auch dann Slabs an die Wand setzen, oder? Ich habe also ganz, ganz tief im Hinterkopf immer noch so ein bisschen die naja, Bauart von Minecraft. Da ist es ja dann alles doch nochmal so ein bisschen anders, wie man es bauen kann. Das mit den Plättchen und Slabs an die Wand setzen. Und solche kleinen Dinger hier, wenn sie dann richtig gedreht sind von außen, als Fensterbank, das geht ja mit Minecraft so alles gar nicht. Was wollte ich denn jetzt? Wollte ich was holen? Wollte ich was machen? Ach ja, ich wollte einen Schraubendreher holen. ja, wie gesagt, also auch Schraubendreher und hast du nicht gesehen, geht ja so alles gar nicht. Ging so alles gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das in Minecraft inzwischen ist, ob es da auch irgendwie sowas gibt. Ich habe am Rande gehört, dass irgendwie wohl ein Tool dort ist, eine Brechstange oder ob das eine Mod ist oder ich setze mich da jetzt auch nicht mehr so mit auseinander mit Minecraft. Aber es soll wohl dann doch irgendwie möglich sein oder auch nicht möglich sein und wie auch immer. Ist mir persönlich auch nicht so ganz wichtig mehr inzwischen. Da ich ja nun die Minecraft-Szene so ein bisschen verlassen habe. Ja, um meinen Test zu spielen. Das, wie ich inzwischen doch sagen muss, technisch deutlich bessere Spiel. Viel noch nicht vollständig oder viel noch nicht so, wie es sein könnte. Aber es ist scheiße. Nein, es ist nicht scheiße, aber ich habe scheiße gebaut hier. Hier kommt man dann nicht mehr vorbei. Mensch. Da haben wir doch auch Plättchen für. Das sieht wahrscheinlich kacke aus. Na gut, wenn dann sowieso so. Ja. Ne? Das kommt davon, wenn man nicht mitdenkt. Ich hole mir eben nochmal mein Zeug und dann würde ich sagen, war es das dann auch. Weil die Zeit ist dann auch wieder reif. Aber ihr seht, wo es hingeht. Da muss ich mir nochmal was ausdenken. Das geht so nicht. Also das ist scheiße. Wir sehen uns auf jeden Fall nächstes Mal. Schaltet wieder ein, schreibt Kommentare, liked. Ist mir jetzt auch egal. Nein, also, das rutscht alles noch ein weiter nach hinten und diese komische Wand verschwindet oder so. Mal schauen, wie ich es mache. Ich sag auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Nein, okay, also, ja, bis nächste Woche, ne? Tschö!